So, und jetzt geht es also mit Fußball weiter. Es herrscht eine große Begeisterung um diese vorletzte Meisterschaftsrunde, denn Salzburg konnte bereits Meister werden. Und diese Begeisterung herrschte trotz dieses 1:5 Dämpfers für die Nationalmannschaft am Donnerstag gegen Deutschland. Salzburg konnte also mit einem Punktegewinn im Hanapi-Stadion gegen Rapid den ersten Meistertitel der Geschichte absichern. Die Austria aus Wien, der Titelverteidiger, die hatte noch theoretische Chancen mit einem Sieg auf dem Sportclubplatz. Allerdings musste die Austria mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft antreten. Es fehlten Narbekovas, Chak und Ogris, um nur einige zu nennen. Dafür war Bagayoko aus Mali erstmals von Beginn an dabei. Laut Co-Trainer Ernst Weber war Bagayoko früher Briefträger in Mali, allerdings soll er die Eilpost zugestellt haben. Aber alles darf man Ernst Weber ja auch nicht glauben. Ob das echte Fußballbegeisterung ist, lassen wir dahingestellt. Ein Hauch von Abenteuer schwebt aber zweifellos über dieser Idylle. Nur 1000 Zuschauer sind auf den Platz gekommen, einige machen sich's gemütlich. Wie man sieht, und das Häuflein der aufrechten Sportclub-Fans steht im Regen. Man will ja in den nächsten Jahren eine neue, junge Mannschaft beim Sportclub aufbauen. Sie haben es ja gehört, die Austria stark ersatzgeschwächt. Es gibt Freistoß. Rosenig war das. Und Paluch aufmerksam. Sehr tiefer Boden, sehr schwierige Verhältnisse. Es hat vor dem Spiel zu regnen begonnen. Hasenhüttl. Dietrich. Fehler von Dietrich. Ja, und das ist das 1:0 durch Pürk. Lässt sich natürlich diese Chance nicht entgehen. Wir schauen uns das gleich in der Zeitlupe an. Hasenhüttl hat hier sehr gut attackiert. Zwingt praktisch Dietrich zu diesem Fehler. Und Pürk schießt ein. 1:0 für die Austria, schon in der 6. Minute. Stöger erwischt einen sehr guten Tag. Und wieder eine Riesenchance für die Austria und der Ball streift hier die Latte. Flügel hat hier das 2:0 in den Beinen gehabt. Immer wieder Unsicherheiten in der Sportclubabwehr. Die Mannschaft wirkt am Beginn des Spiels konfus. Rosenig. Sehr schön gemacht, Sie haben es gesehen, durch Flügel, und das ist das 2:0 in der 13. Minute zur Freude der Austria-Fans. Sehr schön gemacht, dieser Heber lässt hier Paluch keine Chance. Ein richtiges Gusterstückerl von Flügel. Kiekewitz jetzt alleine vor Wohlfahrt. Zierngast, aber das war eine Schwalbe, das hat auch Schiedsrichter Stuchlik gesehen. Und Konjarek, jetzt gibt's Eckball für den Sportclub. Ja, schön langsam spielt der Sportclub ein bisschen mit. Und eine Riesenmöglichkeit hier durch Konjarek, das wäre der Anschlusstreffer gewesen. Ja, der Sportclub scheint sich jetzt etwas zu erfangen. Die Zuschauer kommen auf ihre Rechnung. Es gibt auch solche Balletteinlagen, die ausführenden Dalos und Bagayoko. Wie man sieht, sind die Fans auch sehr gut aufgelegt, trotz des Regens. Immer wieder Chancen für die Austria. Hasenhüttl. Zweiter Versuch, Stöger. Und jetzt ist der Ball im Tor. Das ist das 3:0 in der 33. Minute. Peter Stöger, der eine sehr gute Leistung heute bietet. Hier in der 33. Minute zum 3:0 für die Austria einschießt. Verdienter Spielstand. Ja, und der Schuss von Piszczek ist hier zu schwach ausgefallen.
Pulver wäre allerdings da gewesen. Pfeffer pfeffert hier aufs Tor. Gefährlicher Schuss. Hasenhüttl. Und Bürk verhaut diese Riesenchance. Er wollte es besonders schön machen, so hat es zumindest ausgesehen. Das war die große Chance auf das 4:0 für die Austria. Willich, die treibende Kraft beim Sportclub Kickewitz. Freistoß für den Sportclub. Schnell abgespielt, Zirngast. Und er scheitert hier an Wohlfahrt. Wir haben das in der Zeitlupe. Pausenstand 3:0 für die Austria. Ja, und man zieht sich vielleicht zur inneren Einkehr kurz zurück. Nach Seitenwechsel bei der Austria der junge Zechner anstelle von Hasenhüttl, der sich verletzt hat. Und hier vergibt Piszczek. Beim Sportclub jetzt Plewa anstelle von Bruck und Berchtold statt Reichhold. Kegelwitz beim Sportclub jetzt in der Libero-Position und Dalosch rückt ins Mittelfeld vor. Rosenik gibt es natürlich faul. Stöger, Idealpass jetzt für Zechner. Ja, und da hat jetzt das 4:0 vor den Beinen gehabt. Aber eigentlich hat man selten das Gefühl, dass die Austria erfolgshungrig ist. Aber verhaut ist ja fast noch gar nichts. Pfeffer! Und da hat jetzt Palluch seine Mannschaft vor einem Verlusttor gerettet. Sehr gute Reaktion des Sportclub-Tormanns. Schön gemacht von Pfeffer und sehr gute Reaktion von Palo. Ein paar Minuten später spielt dann der Sportclub mit 10 Mann, denn Medich wird wegen Schiedsrichterbeleidigung ausgeschlossen. Die Austria dominiert jetzt ganz klar Eckball und hier vergibt Bagayoko. Ja, im Abschluss fehlt jetzt bei der Austria die letzte Konsequenz und dem Sportclub fehlt Medich an allen Ecken und Enden. Rosenik profitiert von diesem Fehler. Ja, aber sein Heber misslingt, wollte hier Palluch überheben. Rosenik und der eingewechselte Leitner vergibt hier. Weitere gute Möglichkeiten von der Austria. Hier die schönste, dieser Fallrückzieher von Bürk, hätte sich ein Tor verdient. Er gratuliert Dalloff seinem Tormann. Aber es bleibt beim 3:0 für die Austria. Ja, die Austria hat damit ihre Pflichtübung absolviert. Der Sportclub ist abgestiegen und auf ihrem Totoschein bedeutet dies Spiel 2, Torwette 0:3 und Tipp 2. Die große Frage war nun, kann Rapid noch die Meisterfeiern des SV Casino Salzburg stoppen?